Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric und neben mir steht Tarek vom Kanal Elektrobikes. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle zugeschaltet habt beim Jens. Ich freue mich, mit ihm im Team Fiat zu sein. Ja, und zwar fahren wir mit dem Fiat 500 hier. Mit diesem schönen Prachtstück fahren wir morgen erst, also heute ist quasi der Tag davor, 1000 Kilometer Rundkurs von Düsseldorf über Belgien, Niederlande, zurück nach Bielefeld und wieder nach Düsseldorf. Ja, das wird ein Abenteuer und ihr seid natürlich dabei. Wir sind hier im Seat & Greet in Hilden. Hier ist quasi am Tag davor so ein Pressetermin, wo die Autos auch beklebt werden mit der ED1000. Und was die ED1000 ist und wie wir da durchgekommen sind durch die 1000 Kilometer, das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Wir sind jetzt hier in Hilden und zwar machen wir morgen, wisst ihr ja, morgen ist die ED1000. Und wir sind jetzt hier dabei in der Vorbereitungsphase sozusagen. Hier werden die Autos beklebt. ED1000, das ist unser Schätzchen, unser Fiat 500, mit dem wir morgen die 1000 Kilometer runterrocken, oder Tarek? Also, ich bin echt gespannt, wie das dann sein wird morgen. Wir haben knapp, laut Abette Route Planner, Jens, 13 Stunden ausgerechnet. Ja, 13 ne? Stunden und 13 Stunden mit Jens zusammen in einem Fiat 500, da wo man sich nicht näher kommen kann. Ne? Aber ich habe ihm schon gesagt, also... Wir werden uns dann vielleicht viel besser kennenlernen, als man sich das gedacht hat. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, wir kennen uns eigentlich ja gar nicht. Ja. Wir kennen uns auch nur über YouTube und haben uns ein, zwei Mal gesehen für 10 Minuten oder so. Genau. Ein bisschen gequatscht, aber irgendwie war so ein bisschen so Sympathie da zumindest. Ja, auf jeden Fall. Aber bei dir weiß ich es nicht. Ja, definitiv. Also der Jens ist wirklich einer der YouTuber in der Elektromobilitätsszene, den ich sehr gerne verfolge. Ich habe auch damals seine Videos nach Südfrankreich verfolgt, weil ich ja sowieso in Südfrankreich Liebhaber bin mit Nas zusammen. Das war wir geil. Waren da auch immer auch mit dem Verbrenner früher öfters unterwegs. Und Myla natürlich. Ach, die liebste Hündin. Ja, sie ist heute leider nicht dabei. Ihr kennt ja meinen Hund. Ja. Meine Hunde Tess. Genau. Aber Tarek, deine Urlaubsfahrten mit Nas zusammen im Mach-E, das ist auch legendär, sage ich Dankeschön. Nur. Vor allem auch eure Frankreich-Tour, wo der Mach-E verreckt ist. Aber das ist jetzt nicht das no Thema. No comment. Aber er fährt wieder. Er fährt wieder, genau. Jedenfalls morgen Fiat 500. Ja, und, ich bin gespannt. Wir haben den kleinen Akku 37 und netto 38. Ja, 37, 38 so, genau. Tarek, hast du eine Strategie? Ja, fahren und laden. Sehr gute Strategie. Also besser geht's nicht, Mann. Und übrigens die ED1000, falls ihr es nicht wisst, das ist eine Presseveranstaltung, also nicht öffentlich für die Community. Hier sind zwar auch Leute beim Seat & Greet von der Community, aber es ist eine Presseveranstaltung, wo quasi das Electric Drive Magazin der Presse ein Event zeigen möchte. Guckt mal, mit ganz vielen verschiedenen Elektroautos, wir haben 18 Teams. Coole Autos sind dabei. Coole Autos, auch ganz neue, zum Beispiel der Genesis EV60 oder der Kia Niro, der neue. Ja, cool. Also ganz viele verschiedene Autos. Und es fahren so ein bisschen Prominente mit, also außer uns. Ja. Oh, du hast viel längere Arme als ich, das ist cool. Ja, Mann, siehst du mal. Ein Armriese. Ja. Ja, und wir sind mit dem Fiat 500 dabei. Also wir werden nicht Letzter, es geht auch nicht nach Geschwindigkeit, sondern es geht auch nach Effizienz. Ja. Und der Fiat ist ja relativ sparsam, also... Also der Jens Stratmann hat eben gesagt von Electric Drive Magazine, die berechnen Zeit und Verbrauch. Ja, genau. Wie auch immer. Zeit mal Verbrauch, Verbrauch durch Zeit, Verbrauch dritte Wurzel aus Quadrat. Jens durch Tarek mal Jens. Wir wissen es nicht, aber es wird lustig zu sehen. Also jedenfalls, wie gesagt, kein Rennen, aber der Spaß ist einfach im Vordergrund. Ne? Und wenn die Presse dann morgen sieht, dass alle angekommen sind, dann schreiben sie hoffentlich auch, dass Elektroautos gut sind und dass man damit auch 1000 Kilometer fahren kann. Und morgen früh um 7 Uhr, glaube ich, geht's los spätestens. Also ich bin ja für 6. Ne? Kriegen wir auch hin. Auch. Und wenn ich auf dem Beifahrersitz dann noch eine Stunde schlafen kann, kriegen wir das hin. Der hat ja auch Level 2 Autopilot. Ja, hat er. Also. Das ist echt ein cooles Auto. Das heißt, wir können Spurhalteassistent, Tempomat ein und dann
dann pennen wir ein bisschen. Ja. So machen wir es. Alles klar. Also wir haben heute Nachmittag jetzt noch ein bisschen frei und heute Abend gibt es noch ein kleines Essen im Hotel mit allen und ein kleines Briefing. Hier fährt übrigens der EV6 gerade. Geil. Ja, auch schönes Weiß. Das gefällt mir total gut im Weiß. Ja. Und dann machen wir heute Abend noch ein kleines Dinner sozusagen und morgen früh geht's dann los. Für euch nur ein kleines Cut, für uns ein ganzer Abend. Ja, also wir sehen uns gleich, wenn wir losfahren. 3, 2, 1. Ja, hi Leute, jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier im Fiat 500 in der Tiefgarage. Ist noch ein bisschen duster. Ja, leider. Jetzt muss ich den Wagen anschalten. Und jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Wir haben 97% noch im Akku. Ich hatte gestern bis 99 vollgeladen. Muss ich jetzt hier raus? Das Erste, was wir brauchen, ist ein Kaffee und irgendwie ein Brötchen. Sonst habe ich schlechte Laune. Wenn ich schlechte Laune habe... Ja, weil Bäckereien haben noch zu. Das ist das Problem. Ich google noch mal, ob es hier... Zur Not müssen wir eine Tankstelle anfahren, Jens. Ja, zur Not fahren wir da in diese... Wir sind ja 130 Kilometer schon beim ersten Lader. Möglichst schnell ankommen, möglichst kurz laden und ja, wir müssen 120 fahren, weil schneller ist blöd, weil dann verbraucht er zu viel. Akku ist klein. Und Spaß haben, ganz wichtig. Ja, das ist sowieso das beste Motto, Spaß haben. So Leute, wir sind soweit. Alle externen Kameraaufnahmen sind gemacht. Wird Zeit, dass wir jetzt mal auch hier drinnen filmen. Wir starten und zwar auf die 1000 Kilometer Strecke. Jens, was ist unser erstes Ziel? Tignes in Belgien. Tignes heißt sie. Das Tignes, ist so ein Rastplatz und ist programmiert. Navi ist programmiert. Genau, und fahren. Und fahren. Und ich würde sagen... Fahren wir mal los. Erstmal nieten wir die anderen Fahrer um, dann haben wir weniger Konkurrenz. Ja. Wie viel Prozent haben wir im Akku? Sag mal, 96%? 96, scheiße, schon wieder eins weniger. 260 Kilometer Reichweite wird uns angezeigt. Geil. Graf Adolf Platz. Ja, wir sind auf der Autobahn und sind gestartet. Wetter ist ja echt gigantisch heute. Strahlend blauer Himmel. Wir haben jetzt schon 21 Grad. Ich muss gleich noch mein Sweatshirt ausziehen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Belgien. Das sind, wo sieht man eigentlich hier die Strecke auf dem Navi? Da, ne? 109 Kilometer noch. Genau. Ankunft 8.02 Uhr. Ja, also passt. Eine Stunde, ja, gar kein Problem. Da laden wir wahrscheinlich eine Viertelstunde oder so. Ja. Also wir haben uns jetzt erstmal vorgenommen, je nachdem, wie weit unser zweiter Ladestopp ist, müssen wir noch mal gucken. Der wird auch so 150 Kilometer entfernt sein. 130 so. Ja, dann das packt der Luigi locker. Nee, Enrico heißt er. Ja, Enrico. Ich nenne den Luigi. So, Leute. Endlich Kaffee. Ich habe noch kein Frühstück. Jetzt an der belgischen Grenze. Croissant. Croissant auf Deutsch. Lecker. Aber... Cappuccino. Ja, aber ist okay. Ist okay. Ich habe schon mal schlechtere gehabt. Ja, gut. Auch bessere, aber das ist ganz okay. So, dann fahren wir weiter. Avanti, avanti. Wir sind ein wenig im Rückstand, glaube ich. Ein bisschen, ja. Aber ja, wir liegen noch gut in der Zeit. Das denke ich auch. Und wir haben vor allem noch viel im Akku. Wir haben noch 48% im Akku und müssen noch, was müssen wir denn noch? 11 Minuten. Noch, ja. Also ist gar nicht mehr so weit. Mm-mm. Wir sind ja auch jetzt direkt an der Grenze in Liechtenstein übrigens, an der belgisch-deutschen Grenze. Ist die Frage, wo wir hier raus müssen. Noch 33 Kilometer. Also dieser Rastplatz ist ein wenig verwirrend hier, was die Ausfahrt angeht. Ja, doch, da. Perfekt. E-50. Alles klar, wir haben es gefunden. Kann weitergehen, ihr Lieben. Also bis Ionity in Tignes noch 33 Kilometer. Und der Jens ist dann hoffentlich auch gleich wach. Ja, nach meinem Kaffee bin ich dann auch irgendwann wach. Aber wir können euch jetzt schon sagen, für alle, die sich für den Fiat 500e interessieren, 120 ist die optimale Reisegeschwindigkeit bei dem Auto. Schneller wird das ziemlich uneffizient. Ja, und vor allem auch die Geräuschentwicklung ist bei 120 Grad noch so, stimmt, dass man sich einigermaßen unterhalten kann. Ja. Und es nervt nicht. Bei 130 ist dann schon ein bisschen lauter, auch die Windgeräusche von der Klappe hinten. Das ist dann alles. Nee, also 120 absolut in Ordnung. Genau. Okay, wenn wir gleich angekommen sind bei Ionity, dann sehen wir uns wieder.
So, erster Ladestopp hier in Belgien. Oder Belgique, wie man sagt. Ich glaube, wir sind hier in Wallonien, hier spricht man Französisch. Halten Sie sich links. Wo sind die scheiß Lader? Da, oder? Halten Sie sich links, hieß es. Da sind sie. Wie komme ich da jetzt hin? Hier. Ich glaube, ich bin vorbeigefahren. Kann man da vorne wenden? Ja. Oder? Warte, kommst du hier rein? Fahr hier rein. Ja, komm ich. Ja, super. Schwitzomat, Leute. Wenn man hier die Ausfahrt verpasst in der Raststätte und an den Ladern vorbeifährt und dann wieder auf die Autobahn gelenkt wird, das ist echt ein Abenteuer. Wirst du schnell zum Geisterfahrer als Elektroauto. Und vor allen Dingen nachts. Dann ist das immer die Sucherei. Also nachts siehst du hier, glaube ich, gar nichts. Ja. So, meine Lieben, erster Ladestopp hier. Ein Peugeot 2008 ist schon da vom ED1000 und wir haben übrigens 28% im Akku, schließen den kleinen jetzt an und danach geht's wieder weiter. Ja, und der kleine Fiat lädt hier mit 86 kW sogar gerade. Das ist ja der Wahnsinn, dieses schöne kleine Auto, so schnell kann es laden. Das ist eine Freude, das zu sehen. Und vor allem, wie schnell die Prozente hochgehen. Wir sind jetzt schon bei 34% und haben gerade erst mal eingesteckt. Ja, Leute, wirklich. Wir haben jetzt 75% und hören jetzt auf. Wir haben 16 Minuten hier gestanden. Wir drücken auf Stopp und werden dann mal kurz entriegeln hier. Und dann geht's auch gleich weiter. So, es geht weiter. 125 Kilometer auf der E45 oder was das hier ist. Und wir brauchen am Ende der Straße 125 eine Stunde. Ja. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Erstmal müssen wir hier wieder rausfinden aus diesem Labyrinth. Tarek, was sagst du? Viertelstunde fürs Aufladen ist doch ganz okay, oder? Absolut. Also besser geht's ja kaum. Absolut. Fast Kia EV6 Geschwindigkeit. Ja, nur dass wir dann nur allzu viel an Energie laden. Ja, aber trotzdem. Also der Kleine ist wirklich jetzt nicht für die große Langstrecke gedacht, aber trotzdem kann er das, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Ja, es macht ja irgendwie auch Spaß, weil die Stopps sind ja nie so lang, ne? Viertelstunde, 20 Minuten, das kann man ja mal machen. Wahrscheinlich beim nächsten Stopp, da haben wir schon gesagt, da müssen wir beide alten Männer auf Toilette. Wahrscheinlich schaffen wir das gar nicht in der Zeit. Ja, ist wahrscheinlich. Besser gesagt, der Wagen ist dann voller, als er sein müsste, weil wir länger brauchen. Wie meistens, oder? Wenn man unterwegs ist mit dem Elektroauto. Aber was ich definitiv noch bemängeln möchte, nochmal, Ionity kann nicht sein, dass wir fast an jeder zweiten Säule den Stecker hochhalten müssen. Ja. Das geht nicht mal. Also ich verstehe es auch nicht. Das war ja schon die neue Hardware. Ja. Also ganz anders als in Deutschland. Die Stecker sind auch viel leichter. Trotzdem, wenn man den Stecker nicht ganz fest reindrückt in den CCS-Port, dann wird die Kommunikation nicht aufgebaut. Richtig. Das ist doch völlig unnötig. Warum ist das nur bei Ionity so? Richtig. Kapiere ich nicht. Ich auch nicht. So, wir haben noch, was haben wir noch? 9 Minuten. 40 Kilometer. Perfekt. Und wir haben noch 27 Kilometer Rest. Also doppelt so viel Rest, wie wir Reichweite brauchen. Und wir haben noch 15%. Wird also völlig locker. Beta Route Planner hat ja gesagt, wir kommen mit 5% an, wenn wir bis 71 laden. Wir haben also bis 75, 76 geladen. Das heißt, wir haben 5% mehr. Also müssen wir mit 10 oder 9% so ankommen. Das wäre jetzt so das, was ich erwarten würde. Und das sieht auch so aus. Insgesamt, Jens, haben wir jetzt zurückgelegt 230 Kilometer. Genau. Durchschnittsverbrauch ist 19,6. Oh. Also geht noch. Ja. Besser geht natürlich immer. Aber ich fahre jetzt, ja gut, hier in Belgien fahre ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so schnell, weil sie vor mir auch langsam fahren. 112 gerade und sonst 120, laut Tacho 122. Das ist eine gute Reisegeschwindigkeit eigentlich hier. Und witzigerweise sind die Leute, die Autofahrer hier so entspannt auf der absolut, Autobahn. Absolut, absolut. Wir halten Abstand. Die fahren alle so langsam, in Anführungsstrichen, für unsere deutschen Verhältnisse. Keiner klebt die an den Hintern. Nee. Und ich habe auf der rechten Spur Leute, die fahren 105 und sind völlig entspannt dabei. Ja. Ich stelle es mal in Deutschland vor. Ja. Mit 105 auf der Autobahn. Denken die Leute, sie stehen. Ich freue mich erstmal aufs Klo.
Ah ja, du wir müssen aufs Klo. Aber erstmal schließen wir uns an, weil wir müssen jetzt wieder auf 85% hoch oder 80%, glaube ich. Genau, und unser dritter Ladestopp, beziehungsweise ich glaube, wir müssen dann ein Fotoshooting machen. Ja, das ist dann in, an der Nordseeküste. Ja, und zwar. Oder ist das der Ladestopp noch vorher? Ja, der Ladestopp ist noch vorher, glaube ich. Lerüx sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Genau. Und danach müssen wir nach Brecht-Ost. Ja, alles klar. Zu Fastnet. Ah ja, Fastnet, genau. Der ist vor der Nordseeküste noch. Okay. Oh, die Batterie blinkt. Ladezustand ist niedrig. Da wissen wir schon. 13%. Ja, aber, ey, mit 13%, da fange ich noch nicht mal ans Schwitzen an. Das ist 3%, würde ich sagen. Okay, jetzt bin ich mal langsam unruhig. Aber 13, pff, Ladekabel einstecken. Hä? Okay. Was will er von mir? Warte, ich laufe mal zum Kofferraum. Er hat mir gerade gesagt, wenn ich ein Ladekabel einstecke, dann lädt die Batterie schneller. Hallo? Natürlich. So, jetzt sind wir uns nicht verfahren, Tarek. Wir haben nein, keine Reserve. Nein. Bleib einfach auf der Autobahn und gleich kommt... Ja, die Abfahrt. Es ist eine ganz einfache Abfahrt. Chaussée de Mons. Wir waren jetzt hier bei Ionity, haben bis 81% geladen, nein Quatsch, bis 82% geladen, 198 Kilometer Reichweite und unser dritter Ladestopp ist in Brecht-Ost mit Doppel-O. Da geht's hin zu Fastnet. So. Und ja, wir haben viel zu viel geladen, viel zu viel gequatscht. Wir haben versucht, hier das dem Autonavigationssystem einzugeben, hat aber leider nicht geklappt. Tschüss, ihr Lieben. Übrigens, Skoda Enyaq Coupé ist da, Renault Megane Electric ist da. Es geht jetzt erstmal weiter für uns. N538 abbiegen. Ey, ist eine ganz andere Stimme plötzlich. Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ja, ich hasse diese Google-Stimme. Hatte mich so an die Dame aus dem Fiat-Navi gewöhnt. Viel angenehmer, oder? Die ist angenehmer, ja. Die ist ein bisschen härter hier. Ja. Aber die duzt mich irgendwie netter hier, die Google-Dame. So. Wo ist mein Kaffee? Da. Wo ist dein Kaffee, Jens? Hier. Das Blöde ist, der Cupholder ist ganz hinten. Ja. Oder hier vorne. Ja. Und da vorne steht eine Wasserflasche. Ja. Und wir haben keine Mittel am Nähen. Das stört uns total gerade. Ich würde aber schon gerne die Autobahn irgendwann mal sehen. Das wird doch wohl richtig sein hier. Warte mal. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfahren, siehst du? Scheiße. Nein, versuch mal hier zu wenden jetzt. Ja, wo sonst? Ne? Aber hier kommen gerade Autos. Ja, ich weiß, das ist doof. Ah, wieso haben wir uns denn verfahren? Ich weiß auch nicht. Was haben wir falsch gemacht? Hier kannst du wenden. Ja, genau. Guck mal, voll auf die türkische Art hier. Also weniger quatschen, mehr aufs Navi achten, Tarek. Du bist hier der Navigator. Ich bin der Co-Pilot, genau. Ja. Vertraue mir, wir landen in Istanbul heute. Ja, wir haben abgestöpselt, wir haben jetzt 70% tatsächlich, Punktlandung. Und wir waren wie viele Minuten? Hast du drauf geguckt? Boah, habe ich nicht drauf geguckt, ganz aber ehrlich. Aber es waren irgendwie so 17 Minuten. Jetzt geht es noch 112 Kilometer bis an die Nordseeküste und da essen wir Mittag. Und dann düsen wir jetzt los. Diesmal fährt Tarek. Endlich kann ich mich ein bisschen entspannen. Wie ist der Tarek so als Mitfahrer? Sag mal. Total ruhig. Also sowas, so wünscht man sich das. So keine hektischen Bewegungen. Nasila, hast du gehört? Ja, Nasila ist auch total ruhig. Ja. Meistens ist es bei mir so, wenn ich mit Nasila mitfahre, dann bin ich eher so ein bisschen nervös. Aber ich persönlich bin ein schlechter Beifahrer. Und du? Du warst doch gut. Was ist denn daran schlecht? In meinem Auto. Ja gut, in deinem Auto. Nee, aber hier im Fiat ist es so entspannt. Der strahlt so eine Ruhe aus. Ja, absolut. So, Tarek. Also wir düsen jetzt nicht los. Viel. Na, fahr mal. Weißt du, wie der Wagen funktioniert? Oh mein Gott, hab ich das vermisst. Schön, ne? Ja, wirklich, Mann. Alles klar. So, wir sind jetzt wieder auf der Autobahn. Ich mach mal Kamera aus. Wir sehen uns beim nächsten Stopp. Hoog, wo auch immer, Holland, Nordseeküste. Da sehen wir uns wieder. Hoog. Hoog heißt das. Wir müssen noch Türkisch üben.
hier bei einer Shell Recharge Station, wo diese Shell Recharge Karte auch mal funktionieren sollte. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das ist, wo ist denn das? Kurz hinter unserem Lunch Stop, ungefähr 15 Kilometer entfernt. Wollen wir mal eben kurz einstecken. Ja, aber warum nicht gleich so? Ich meine, so muss das. Du kommst hier rein, nimmst die Shell Recharge-Karte, die hier jetzt tatsächlich funktioniert hat, und es läuft einfach. Ne? Also, warum muss man so bescheuerte Ladesäulen hinstellen, wo es einfach nicht funktioniert? So, Tarek, wir sind jetzt genau 12 Stunden unterwegs und wir haben wie viele Kilometer? 850 rund. 850 Kilometer. Und wir haben uns noch lieb. Ich glaube, wir haben uns noch mehr lieb als vorher. Das ist ganz schlimm. Also in 12 Stunden knapp 850 Kilometer. Mit Laden, hier ist ein Blitzer, 70, im Zweifel, 70. Okay, alles klar, nichts ist passiert. Und jetzt sind wir gleich in Bielefeld beim Shell Recharge, das sind noch eine Minute, bis wir da sind, also gleich hier die Straße runter noch. Und dann laden wir haben jetzt noch 13% drin, das ist ja wieder geil, eine Punktlandung, wobei wir noch 27 Kilometer haben. Falls der Lader nicht gehen sollte oder besetzt sein sollte, müssen wir, glaube ich, hier rein, hier rechts. Da geht es dann Richtung Porsche-Zentrum, da kann man auch noch laden. Aber ich kann mich immer nur wiederholen, ich sag's jetzt zum 100. Mal, der Fiat 500 ist ein geiles Auto. Ich schließe mich an. Macht so Laune, mit dem zu fahren. Wirklich. Super. Der elektronische Staubsauger. Wo ist er? Da. So, wir sind jetzt wieder bei 60%. Das reicht noch nicht, um bis nach Düsseldorf durchzufahren. Aber ist ja auch erst unser 7. Ladestopp. Und der Better Route Planner hat gesagt, wir sollen 8 Ladestopps machen. Das geht am schnellsten. Deswegen stöpseln wir uns jetzt wieder ab. Bis nach Düsseldorf sind es 190 Kilometer. Das kann man natürlich eigentlich theoretisch durchfahren, wenn wir bis 95 so hochladen würden. Das dauert aber zu lange tatsächlich. Wir haben jetzt hier 15 Minuten gestanden und gehen wieder auf die Tour mit 60% und laden dann nochmal auf halber Strecke. So nach 100, 105, 110 Kilometer wieder bei Ionity und dann der Ritt nach Düsseldorf durch ist dann total easy. Ja, also wir sehen uns dann gleich nochmal beim 8. und letzten Ladestopp. Bis dann. Das ist jetzt übrigens die Ladekurve vom Fiat 500, die wir heute gehabt haben. Also hier angefangen, hochgegangen bis so rund 70 Kilowatt und dann langsam runtergefallen. Naja, jetzt haben wir eh viel verloren. Das heißt, es macht völlig Sinn, hier abzustecken. Aber guck mal, hier am Ionity-Standort Lichtendorf, da haben wir 4 Stalls und es steht ein Fiat 500, das sind wir, eine Renault Zoe, ein Opel Corsa Electric und ein ID3. Und hier gibt es noch einen Triple Charger und da steht ein MG ZS EV. Also man sieht, die Elektroauto-Vielfalt, die spiegelt sich hier auch an der Ladesäule wieder. Wir haben wirklich 5 verschiedene Elektroautos, die gerade hier gleichzeitig laden. Und der gesamte Standort ist jetzt am Sonntagabend voll. Ich bin ein bisschen wehmütig, dass es jetzt schon vorbei ist. Ne? Ja, ich auch. Wir fahren jetzt los, stöpseln ab. Wir haben jetzt 48%. Ja. Das reicht. Also wir stöpseln ab und fahren dann los. Und jetzt ist die Tour leider vorbei.
967 Kilometer, Tarek. Wir sind fast da und wir haben uns gerade ausgerechnet, dass wir, wenn wir die Zeit abziehen, die wir zum Beispiel beim Essen gebraucht haben, das war ja Luxus, war so eine Stunde 10, 15 Minuten so. Also dann haben wir locker 10 Minuten bei Shell Recharge verloren. Weil wir einmal umgeparkt haben und die Ladesäulen nicht funktionierten. Genau. Und wir haben uns 10 Minuten verquatscht bei dem zweiten Ladestopp, weil wir den Livestream gestartet haben. Mhm. Weil das da heißt, haben wir bis 85% geladen, 65 hätten gereicht. Genau. Und wir haben dann, was für eine Zeit gehabt? 13 Stunden. 15 Minuten. Für die gesamte 1000 Tour. Kilometer mit dem Luigi. Geil. Und das war Enrico. Und das war im Prinzip bis auf 15 Minuten Toleranz. Mhm. Genau die Zeit, die Better Route Planner vorhergesagt hat. Ja. Ist doch geil. Geil. Wahnsinn. Also, irgendwann müssen wir uns jetzt noch einen schenken, jeder einen, oder? Weil ja, so viel Werbung für das Auto gemacht. Eigentlich schon. Total unbezahlt. Übrigens, Leute, absolut unbezahlt hier. Ne? Ja. Müssen wir noch erwähnen. Schlimm genug. Das ist eigentlich ein Scheißauto. Genau. Katastrophe. Solange sie uns nicht irgendwie einen umsonst geben, ist das ein Scheißauto. Fehler in allen Teilen. Ja, Fiat. Wusste ich schon immer. Ich möchte einen in den Grau, bitte. Nee, mir ist die Farbe egal. Nur nicht dieses Champagner-Rosé. Und La Prima. Unbedingt La Prima. Geht auch. Aber ich nehme auch diesen hier. Ja. Ja, Leute, wir sind bald da. Bald haben wir 9999, also 9999. Das zeigen wir euch noch. Und dann, wenn wir in Düsseldorf beim Ziel ankommen, da verabschieden wir uns noch von euch. Genau. So lange müssen wir noch durchhalten. Aber im Video ist es nicht mehr lange. So, wir haben nicht mehr lange. Dann haben wir die 1000 Kilometer geknackt. Wir haben jetzt 998,5. Also 9985. Um was mit Björn Nyland mal zu sagen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Countdown miterleben. Scheiße. 9998! 9999! 1000! 1000 Kilometer! 1000! Tarek, hier, meine Kamera muss ich halten. Schade eigentlich, sonst würden wir jetzt abklatschen. Warte. Hier, komm. Yeah. Ja, aber wir klatschen. Egal. 1000 Kilometer nach 21.11 Uhr. Es ist ein denkwürdiger Tag, eine denkwürdige Uhrzeit. Ja. 21.11 Uhr. Wir sind stolz auf den Kleinen und wir sind stolz auf uns selber. Absolut. Na? Und war cool heute, wirklich. Ja. Mega, mega geil. Und noch 24 Kilometer, dann sind wir in Düsseldorf. Richtig. Guck mal, da ist auch mein Mustang. Hey. Geil. Una bella macchina. Ja, absolut. Fantastico. Ja. 11,7 Kilowattstunden, sage ich nur. Also sagt der Bordcomputer. Wir sagen das gar nicht. Wir glauben das gar nicht. Aber der Bordcomputer sagt 11,7. Und sind wir die Letzten? Buonasera. Nee, ne?